Moin Moin, Giuliano hier nochmal für euch. Ich weiß, es war lange, lange her, dass ich mich das letzte Mal gemeldet habe, hier bei YouTube. Aber es war ein so verrücktes Jahr für mich mit ganz, ganz vielen persönlichen Tralala, Fiedelbum, wie auch immer. Ich habe mir jetzt was überlegt. Ich wollte dann nur mal kurz eure Meinung hören. Und zwar wollte ich eigentlich mit einer YouTube-Series wieder einsteigen, sobald FIFA 14 rauskommt. Und da hat noch ein bisschen. Jetzt nicht nur Videos zu FIFA machen, sondern auch Minecraft und eine Poker-Series wollte ich sogar auch machen. Vielleicht nicht ganz so interessant für euch, die meine Videos nur wegen FIFA gucken. Ist aber auch egal. Jetzt habe ich aber die Frage an euch und dann könnt ihr mir mit euren Kommentaren und alles könnt ihr mir da sehr helfen. Die Frage ist, soll ich jetzt wirklich noch die nächsten 3 Monate warten mit den Videos, bis FIFA 14 rauskommt? Oder soll ich noch irgendeine FIFA 13 Series machen? Ich kann das versprochene Pack-Opening zum Beispiel, kann ich euch gerne anbieten und da ein paar verschenken. Ich kann einen Karrieremodus machen, ich kann irgendwie Online-Matches machen, den Season-Mode, ich kann eine Spielerkarriere machen, wie auch immer. Wenn ihr da irgendwie Bock habt, da was zu sehen, ich kann eine Karriere machen, wo ihr mir sagt, was ich spielen soll, mit welcher Formation, mit welchen Neuzugängen, mit welcher Mannschaft, außer Schalke und Bayern. Da bin ich als Dortmund-Fan leider ein bisschen eitel, aber das denke ich mal, könnt ihr mir dann auch verzeihen. Ja, sagt was, also das ist dann euch überlassen. Ich würde mich da sehr freuen, wenn ihr mir eure Meinung da mal schreiben könnt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns spätestens in 3 Monaten, sobald FIFA 14 erscheint. Ja, würde mich freuen, von euch zu hören und sagt dann einfach mal ciao.